Let's go, Mario. Das war immer noch zu tief. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario 64. Hey, hey, los, Mario, starte. Okay, ich dachte schon gerade, was ist da los? Okay, wir sind dann zurück in Mario N64 und Super Mario 64. Ich sag aber irgendwie Mario N64, ich weiß nicht warum. Da, wo sind wir? Okay, wir sind nur zum Schloss irgendwie entgegengedreht. Okay, wir haben 15 Sterne, wir brauchen 30. Das heißt, scheiße, wir haben noch eine lange Zeit vor uns. Okay, aber ich habe mir den letzten Part mal angeguckt, denn ich glaube, ich habe noch gesehen, wie wir diesen komischen Stern da bekommen. Der in dieser einen Welt war, in diesem, wo wir die Münze gesammelt haben letzte Folge, in diesem Käfig da oben. Das ist die falsche Tür, tut mir leid, Princess Peach. Ebenfalls falsche Tür. So, ich glaube, dass wir in die Kanone müssen und uns da irgendwie hochschießen müssen. Weil anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, also ja, probieren wir es. Okay, da ist noch dieser eine Stern, von dem ich geredet habe. Und da müssen wir, glaube ich, diese Kanone haben. Ich finde es immer noch voll lustig nebenbei, wie ich einfach auf dem Emulator hier auf dem PC weiter bin vom Spielstand her als bei meinem neu angefangenen Spielstand auf der N64. Ich habe das zwar noch einen alten Spielstand, aber der zählt nicht, da war ich klein und doof. Jetzt bin ich groß und doof. Jetzt muss ich das irgendwie besser können. Ich bin einfach schon viel weiter als auf meinem neuen, den ich gemacht habe vor 2 Monaten oder so. Da habe ich nur 5 Sterne, weil ich glaube ich zu faul war. Ich finde es immer noch komisch, wenn ich mitsinge, ne? Ihr hört ja das nicht, weil ich die Musik ja rausschneiden muss, weil Nintendo voll geil ist, wenn man Musik von denen benutzt. Und ich frage mich dann immer, wie sich das anhört, wenn im Hintergrund meine Musik läuft, die ich reinschneide und ich dann aber zu der Mario-Musik hier richtig abgehe. Muss ich total dumm anhören. Okay. Warte. Da ist dieser Käfig mit dem Stern. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach nur da hochschießen. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren's. Okay, das war zu tief. Goodbye, Cruel World! Okay, wir müssen uns perfekt da hochschießen. Ich korrigiere mich. Ah, sonst wüsste ich halt nicht, wie wir da hinkommen sollen. Diese Raketen schießen mich nur ab. Da kann ich ja nicht draufspringen oder so, oder? Oder? Ich habe es, glaube ich, schon mal versucht. Ich bin mir nicht sicher. Wir können es. Wir gucken wir mal. Die gute alte Berda, guck da mal. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für Steine sind, die Augen haben. Oh Gott. Vor allen Dingen. Bei diesen Steinen mache ich ja meistens dieses Geräusch. Aber von alle, die Mario kennen, wissen genau, die machen halt legit das Geräusch, wenn sie runterknallen. Nein, Mario, bitte nicht. Mario, geh nach links, bitte. Ich steuere dich nach links, Mario, nein. Das war knapp, Mario. Ich hätte dich so gekillt. Komm, du fetter Klempner. Okay. Hier hoch. Da. Geht das nicht ein bisschen schneller? So, wir sammeln die Münze ein, wir gehen hier lang, wuff. Gehen hier lang, springen hier runter, gehen in die Kanone, aber diesmal schießen wir uns woanders hin, denn ich weiß nicht, was da ist, aber da kann man sich reinschießen. Also, wenn man einfach nur ein bisschen weiter höher zieht. Da ist auch ein Stern. Okay, da ist auf jeden Fall ein Stern. Da ist noch ein Stern. Ach du Kacke. Okay, wie schmeiße ich mich runter nochmal? Ach stimmt, das habe ich nicht auf der Tastatur eingespeichert. Auf dem Controller meine ich. So, puff. So, ein bisschen Sterne gesammelt. Nein, ich will nicht passieren. Ich will Stein nehmen. Oh. Gib mir all die Münzen. Okay, wir müssen uns... Irgendwie muss man es doch da reinschaffen. Wir müssen noch höher zielen, Alter. Diese Kanonen in Mario, das verwirrt mich immer noch, dass man so hart hochzielen muss.
Man muss über das eigentliche Ziel schießen, das ist total dumm. Okay, bitte knall dagegen. Yes. Okay, jetzt sind wir hier. Natürlich erstmal die Münzen einsammeln. Ich sehe nicht, was Mario macht. Okay, runter mit dir. Und Stern. Okay, wir haben noch einen Stern. Versteckter Stern. Jetzt müssen wir immer noch herausfinden, wie wir diesen anderen Kackstern finden. Ach ja. Ich weiß es nämlich immer noch nicht, wie wir einfach da hinkommen. Okay, wir haben 16, aber da ist halt immer noch dieser eine Kackstern drin. Gott. Okay, wir haben 4 von 5. Da ist doch dieser eine Stern und ich weiß es ganz genau. Wie kommen wir? Ich glaube, wir müssen von ganz oben da drauf springen. Let's try that. Okay, let's fucking try that. Da sind wieder diese männlichen Steine. Ich nenne sie männlich, weil sie halt so rumschreien. So. Münze. So. Ach, jetzt müssen wir auf diese scheiß Plattform warten. Oh Gott. Pflanze, bleib mal ruhig, chill mal dein Leben, schlaf wieder, braves Pflänzlein. Komm schon, schneller. Ich will in diesem Part mehr gemacht haben, als zwei Sterne zu sammeln. Wahrscheinlich kriege ich das eh nicht hin, aber hey, noch sind wir krass gut dabei. Wir sind bei 6 Minuten irgendwas. Einfach mal durchgesprungen. Hey, Bodyslam der Freude. So, dieser Stern ist direkt da. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, von hier oben müssen wir abspringen. Bin mir nicht sicher. Aber es wäre jetzt einfach das Einzige, was mir einfallen würde. Okay, hier drauf. Okay, jetzt muss ich wieder auf diese... Ernsthaft? Dieses Ding schießt mich, versuche ich von hier abzuschießen. Okay. Ich will auf diese Sicht, dann guckt man in die Richtung. Okay, jetzt will ich auf diese Sicht kurz wechseln. Der Stern ist da. Okay. Wie zum Fick komme ich da hin? Ich habe immer noch das Gefühl, wir müssen was mit dieser Rakete machen. Weil sonst würde mir echt nichts einfallen. Was ist denn das? Mario, guck in die Richtung. Ah, ein Brett. Geil. Okay. Müssen wir was mit dem Brett machen vielleicht? Ich weiß es halt echt nicht. Okay, hier, ich glaube, wir müssen von hier oben drauf springen. Oh nein! Fuck! Mario! No! Okay, ich wollte mich an die Ecke stellen, dann Anlauf nehmen und dann losspringen. Aber naja. Alles nochmal. Okay, der Stern ist da hinten. Ja, wir müssen da auf jeden Fall drauf springen, oder? Oder? Kommt, Jungs. Ganz vorsichtig drauf springen. Ich will da runter gucken, please. Der ist direkt in der Richtung, wo wir hingucken. YOLO! Okay, nein, da können wir auf keinen Fall hingucken. Ich würde gerne die Sicht wechseln. Ja, ich weiß, dass der Stern ist. Dankeschön. Einfach aufs Maul gehauen. Sicht wechseln bitte. Please, Sicht. Okay, die Sicht wechselt sich nicht. Von der Perspektive aus zu gucken, ist echt scheiße. Hey, du, da gib mir mal Geld, damit ich mein Leben wieder regenerieren kann. Okay, dankeschön. Was war das hier nochmal? Mario! Thanks. Ah, das war das. Aber das war nicht in der Nähe von diesem Stern, oder? Oder?
Ne, der Stern ist direkt dahinter. Jojojojo. Ich gammel mir noch ein bisschen Leben von dem Typen hier. Kling, kling. Okay, du bist leer. Du bist broke. Ich habe deine Geld geklaut. Dann nehme ich halt den hier. So, buff, 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 buff. So, danke schön. Okay. Wie kommen wir da hoch? Muss ich diese Rakete benutzen? Ich weiß es nicht. Da ist der Stern und da ist direkt so ein Raketending. Hier ist irgendwie so ein Teil, das weiß ich immer noch nicht, wofür ich das brauche. Braucht man in die Richtung? In die Richtung kann ich es nicht mal kicken. Dieses fette Ding ist im Weg. Okay, ich glaube, ich muss was mit der Rakete machen, aber was zum Fick? Kann ich da drauf springen? Nein. Kann ich sie weghauen? Nein. Was dann? Vielleicht auf die Plattform hier springen? Das wird es nicht sein, oder? Ernsthaft, der ist da abgeprallt. Mario, du enttäuschst mich. Wir versuchen das jetzt nochmal mit dem da hochschießen. Dümmste Idee aller Zeiten, ist mir egal. Okay, Jungs. We're aiming for the gold. Was zum Teufel war das? Diese scheiß Plattform, das war der perfekte Winkel. Okay, 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 okay. Nochmal, nochmal. We're aiming for the gold. Let's go, Mario. Das war immer noch zu tief. What the fuck? Was ist das für eine Gravity in dieser Welt? Okay, 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 okay. Kein Problem, kein Problem. Okay, we're aiming not for the gold. Aber wir aimen für was ganz anderes. Kein Problem, kein Problem. Let's go, Mario. Wir schaffen das. Wir müssen uns halt einfach wieder das Extra-Leben gammeln. Weil mit diesem scheiß Extra-Leben können wir einfach oft so oft, wie wir wollen, verkacken. Vergesst, was ich gesagt habe, wir brauchen das Extra-Leben. Im Jetzt erst recht. Weil dann können wir noch dreimal verkacken. Wir haben noch zwei Leben. Zwei fucking Leben. Und ich wollte in dieser Folge eigentlich 2 Sterne mindestens haben. Es ist schon fast vorbei. Wir sind schon bei 13 Minuten. Oh nein, please, 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 please. Na, Mario! Mario muss immer auf seinem Arsch rumrutschen. Ganz ehrlich, wir geben das Level auf. Wir haben nur noch ein Leben. Wir geben das Level auf. Obwohl, wir können uns noch ein Extra-Leben da gammeln. Wir gammeln uns jetzt das Extra-Leben da. An dieser Stange holen uns diesen komischen. Man kann sich ja die Sterne, die man schon geholt hat, haben, dann ist das Level ja auch zu Ende. Wir holen uns das extra Leben, dann haben wir wieder 2. Dann können wir noch einmal in irgendeiner anderen Welt verkacken. Wir dürfen es halt jetzt nur nicht verkacken, das extra Leben zu holen. Gut, dann haben wir das extra Leben. Ei, Mario. Nein, 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 ich wollte gerade schon sagen. Dann haben wir das extra Leben. Dann haben wir 2, dann können wir noch in irgendeine Welt gehen. Möglicherweise dort auch verkacken. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Aber wir werden hier sehen, was passiert. So, ich will hier aber auch nicht mit so wenig Münzen rausgehen. Immer mit Geld nach Hause kommen. So. Okay. Da oben ist jetzt der Stern. Ich meine das Extra-Leben. So. Kommt man doch immer noch, oder? Ja.
finde ich gut. Thank you.